vorstellen, ob Sie sich vorstellen können, dem deutschen Sparer das digitale Zentralbankgeld anzubieten, praktisch als eine zusätzliche Möglichkeit, sicher sein Geld irgendwie noch zu retten. Okay, also die Frage ist, helfen wir ein Sollsystem oder nicht? Ich habe schon mal die Frage, oft über Wettbewerb geredet und dass Wettbewerb ja eigentlich gut sein soll, ja, aber warum nicht im Wettbewerb eben genau zum Euro und zum digitalen Zentralbankgeld, weil das ist halt auch schon da und auch schon oft erwähnt, aber meiner Meinung nach nicht richtig, weil Kryptowährungen sind halt schon da und die sind halt eine Alternative zu Euro, gibt es aber halt auch viele Hürden in Deutschland und auch in Europa, um das wirklich zu benutzen und warum ist man nicht so entweder sicher über den Euro, dass man das erlaubt oder davon lernt, was man auch im europäischen Zahlungssystem oder auch in Deutschland besser machen kann, um vielleicht ein besseres digitales Zentralbankgeld zu schaffen. Gut, klar. Genau, also die erste Frage, wer setzt die Impulse für die Implementierung von CBDC, wer sollte die setzen? Wir alle, deswegen gibt es ja auch so Initiativen wie hier, dass sie sozusagen das in die Politik tragen, dass wir nicht nur im Tagesgeschäft versinken, sondern diese Bilder aufspielen. Es sind aber auch wir, die eben die Zukunft mitgestalten wollen. Also es sind Initiativen wie Sie, wo ich jetzt mal sage, die Gesellschaft, es ist die Wissenschaft, es ist die Politik und es sind natürlich auch, ich würde mit an den Tisch holen, diejenigen, die es hinterher umsetzen müssen im Zweifelsfalle. Und das sind nicht, da gibt es ja Formate, das ist ja nichts Neues, dass man da sich drum kümmern muss. Aber das, was mir heute auch nochmal klar geworden ist, ist, dass wir es eigentlich auch schneller machen müssen und dass wir die Impulse jetzt nehmen müssen. Also eigentlich müssen alle mit ins Boot genommen werden, denn es geht ja auch um eine Akzeptanzfrage hinterher, um eine breite Aufstellung. Die zweite Frage war, da habe ich ja schon gesagt, da würde ich gerne nochmal die Folgewirkungen auf die Art und Weise, wie wir im Augenblick aufgestellt sind in unserem Geld- und Währungssystem, besser verstehen. Und nochmal, was wir mit einem Safe Haven bei der Zentralbank schaffen, ist ja in Anführungszeichen nur die Risiken der Finanzinstitutionen rauszunehmen, dass ich mein Geld nicht dort habe und hinterher sozusagen meinen Anspruch, also wenn die Bank nicht gerettet wird, dann über meine 100.000 Euro, die durch die Einlagensicherung gedeckt sind, dass ich dann sozusagen den Verlust tragen muss. Dieses Risiko ist dann weggenommen, aber ich habe immer noch nicht das Risiko, dass eine Geldpolitik gemacht ist, die nicht stabilitätsorientiert ist, weil da gibt es ja auch eine ganze Spannbreite, wie man das versteht. Das habe ich damit noch nicht geschafft. Aber ich möchte es noch ein bisschen besser verstehen, bevor ich da abschließend das kategorisch ausschließen würde. Dann gab es noch die Kryptowährungen, die sogenannten Kryptowährungen, die es im Augenblick gibt, finde ich okay, weil wenn jemand sein Geld in solchen Vermögensanlagen anlegen möchte, soll er das tun. Es ist aber für mich keine Währung. Ja? Es ist nämlich kein, Sie haben keinen Anspruch darauf, dass irgendjemand Ihnen hinterher, wenn das Ding auf Null geht, Ihr Geld wiedergibt. Haben Sie bei Giralgeld in gewisser Weise vielleicht auch nur begrenzt, aber Sie sind eben, Sie erfüllen nicht die Geldfunktion, die Währungsfunktion, Recheneinheit, Tauscheinheit, Wertaufbewahrungsmittel, die erfüllen Sie nicht. Und deswegen sind diese privaten Kryptowährungen für mich keine Alternative zu einem öffentlich organisierten, staatlich organisierten Währungssystem. Noch mal was dazu? Ja, gerne, wenn ich darf. Abschließend, da bei der Frage Kryptowährung, das sehe ich genauso. Also ich denke, der Punkt ist ja, nehmen wir jetzt mal den Bitcoin, da kann ich mir auch gleich ein Atomkraftwerk auf den Rücken binden, das erfüllt keine sinnvollen Funktionen von Geld. Das ist also kein effizientes Zahlungsmittel, deswegen behaupte ich, also benutze ich genauso wie Frau Stark-Watzinger nicht den Ausdruck Kryptowährung. Weil Geld ist für mich eben neben der Frage, dass Geld ist ja nichts anderes als eine vertragliche Konvention. Also wenn der Staat sagt, ihr müsst eure Steuern in blauen Kugelschreibern zahlen, oder wir hatten das ja auch, Steine, wir haben Zigaretten, Schokolade, was auch immer gut teilbar oder so war. Ne? Wenn also der Vertrauensanker zusammenbricht, dann gibt es irgendwelche Geldsubstitute, aber das ist ja kein sinnvoller Zustand. Und deswegen Bitcoin zum Beispiel hat eine Energiebilanz, die ist verheerend, da passiert auch ganz viel Geldwäsche und schmutzige Sachen, die ich gar nicht alle wissen will im Detail. Und zweitens glaube ich, dass eben es wichtig ist, dass wenn wir einerseits kritisieren, dass die Banken Giralgeld schöpfen, außerhalb sagen unserer
Kontrolle. Wenn wir kritisieren, dass sagen nicht, dann können wir nicht sagen, jetzt private Geldschöpfung oder so ist die Alternative. Also das glaube ich nicht, erstens. Zweitens haben wir auch das Problem, zum Beispiel, dann ist auf der Einwand, ja Bitcoin oder so, da ist ja die Geldmenge in Anführungszeichen begrenzt und deswegen sei das irgendwie sicher. Aber das ist auch wieder Quatsch, weil ich brauche ja gerade in einer dynamischen Wirtschaft eine atmende Geldversorgung. Also deswegen glaube ich, ist die Kryptotechnologie interessant und es gibt sicherlich interessante Finanzinnovationen, aber ich finde, das ist sagen nicht, also so eine völlig libertäre Idee, dass man jeder da irgendwie da sein privates Geld schafft, das ist, glaube ich, meines Erachtens nicht sinnvoll. Dann war die zweite Frage mit dem Safe Haven. Also, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es in einem gewissen Umfang sichere Konten gibt, niedrig oder gar nicht verzinst, weil sonst habe ich genau das Problem, eben, dass ich unter Umständen tatsächlich diesen Bankrun habe, den ich meines Erachtens nicht habe, wenn ich einfach sage, ich mache quasi sichere Guthaben, aber ich verzinse die nicht. Und es gibt meines Erachtens, also das grundlegende Problem ist doch an den Niedrigzinsen, die habe ich auch in der Schweiz. Die habe ich nicht nur bei Herrn Draghi, also ich habe die auch in der Schweiz. Weil wir eben unzureichende Investitionen haben und ein großes Kapitalangebot. Und deswegen ist es, glaube ich, erstmal erforderlich, dass wieder mehr öffentlich investiert wird. Und zweitens gibt es natürlich Diskussionen wie bei Herrn Söder oder so, der jetzt zum Beispiel kürzlich vorgeschlagen hat, es muss einen Ausgleich für die Sparer geben, einen staatlichen oder so. Das würde dann aber heißen, dass diejenigen, die gar nicht sparen können, weil sie zum Beispiel zu geringes Einkommen haben, dass die zum Beispiel dann über ihre Steuermittel oder so jetzt die Effekte der Niedrigzinspolitik subventionieren, das fände ich nicht sinnvoll. Deswegen sage ich ja, sichere Anlagen und ich möchte auch einen Bankensektor, der jetzt nicht exorbitant, aber positiv verzinste Ersparnisbildung ermöglicht. Aber dazu muss eben mehr öffentlich investiert werden, dazu muss ich eben auch meinetwegen diese Zentralbankguthaben schaffen, damit die Banken gezwungen werden, dass sie eben auch entsprechend ihre Zinspolitik gestalten. Aber ich glaube nicht, dass ich über einen Marktpreis wie den Zins einen Rechtsanspruch auf so und so viel Prozent oder so definieren kann. Und die erste Frage war nochmal, da brauche ich das Stichwort. Akteure. Die Akteure, das ist eine sehr wichtige Frage, weil ich sage mal, selbst bei einigen Vorschlägen, die ich heute formuliert habe, wie öffentliche Investitionen, wie Zentralbank, stellt sich auch immer ein demokratiepolitisches Problem. Also die Zentralbank jetzt über die Fiskalpolitik oder so entscheiden, das ist ein reales Problem. Und das ist eben auch hier in der Diskussion ein reales Problem, weil wir sagen immer Unabhängigkeit der Zentralbank. Die wird jetzt übrigens mittlerweile aus konservativer Ecke kritisiert und so, weil da die nicht immer machen, was Herr Weimann oder so will. Ich glaube, eine Zentralbank braucht Unabhängigkeit in den Instrumenten, aber nicht in den Zielen. Das heißt, sie muss sagen, okay, wir nutzen dieses Instrument oder das ist unser Zielinflationsrate, wir brauchen aber eine breite gesellschaftliche Debatte über die Ziele der Geldpolitik. Und deswegen fände ich schon richtig, wenn der Bundestag hier auch Debatten anstößt. Ich habe zum Beispiel mal überlegt, ob wir einen Antrag zu diesem Thema einbringen in meiner Fraktion und dann haben wir alle Juristen sofort gesagt, das kannst du nicht, weil dann später sofort alle Fraktionen ab mit dem Verweis auf die Unabhängigkeit der Geldpolitik. So, und ich finde, da brauchen wir auch eine andere Diskussionskultur, auch im Bundestag, dass wir sagen, auch die Bevölkerung hat ein Recht, verstehen, es ist doch nicht wie zum Chirurgen, ich will gar nicht wissen, was er da macht, oder ein Automechaniker, der mich dann immer übers Kreuz legt, weil ich nichts vom Auto verstehe. Das Geldsystem, das muss verstanden werden von der Bevölkerung, das ist sagen elementar. Und deswegen glaube ich, wir brauchen diese Diskussion. Und der Bundestag ist ein Akteur, natürlich, aber wir können das natürlich nicht ohne die Zentralbanken machen und wir müssen ihn ein bisschen zwingen, dass sie sich dieser öffentlichen Debatte stellen. Mit dem Statement würde ich. Oder? Auf die Vermittlung. Das glaube ich auch sehr wichtig. Ökonomische Bildung. Ja, genau. Wir haben auch schon angesprochen. Wir haben hier einen Professor für Pluralökonomik. Ach so, ja. Jetzt haben vor kurzem noch Studenten eine große Briefaktion gemacht, weil nämlich in den Lehrbüchern immer noch die Geldschöpfung vollkommen falsch dargestellt wird. Und jetzt gibt es Folgendes: Mein Sohn, 13, der versteht die Geldschöpfung schon sehr genau. Ja, wissen Sie warum? Es gibt ein Spiel namens Moneymaker, entwickelt von unserer holländischen Partnerorganisation, Bonds Geld.
sind so schlecht. Ja, das ist gut. Das ist Dank, dass Sie da waren. Es hat uns alle sehr gefreut. Vielen Dank für die Zeit und ich hoffe, wir sehen Sie auch noch beim Abendessen. Wenn nicht, dann wünsche ich eine gute Heimreise. Und, aber noch einmal vielen Dank und ich würde sagen, dann mit einem großen Applaus.